Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute stelle ich euch mal ein für mich ganz besonderes Set vor. Und zwar ist es eins der neuen Sakura Sets von Sembo. Bestellt habe ich es in China bei AliExpress. Bluebricks hat es aber auf der bald verfügbar Liste drauf. Also man muss nicht in China bestellen, um dieses Set zu kriegen. Ich würde sagen, bevor wir uns diesem wunderschönen Set widmen, erst noch was Wichtiges, was ich sagen möchte. Bitte macht in die Kommentare keine Links rein, die YouTube als Links erkennt. Ich habe auf meinem Kanal bei den Einstellungen nachgeschaut und alles. Also ich habe die Einstellungen drin, dass Links zugelassen sind in den Kommentaren. Trotzdem werden die Kommentare, die Links enthalten, von YouTube beinahe sofort wieder gelöscht. Ich sehe sie dann einfach noch in der Vorschau und in der E-Mail-Benachrichtigung. Mehr sehe ich da nicht. Das ist das Problem. Und ich kann nichts machen. Ich kann die Löschung nicht rückgängig machen. Und das sind teilweise, oder nicht nur teilweise, eigentlich immer so geniale Kommentare, dass es mir wirklich weh tut, dass die weg sind. Vor allem, man sieht ja, was ihr euch für Mühe gegeben habt. Darum, wenn ihr Links reinsetzt, dann so, dass YouTube die nicht als Links erkennt. Macht einen Abstand nach dem Punkt oder sonst irgendwas. Man kennt ja da so die Tricks. So, nun aber widmen wir uns dem Set. Ich drehe es jetzt einfach mal kurz, damit ihr es von allen Seiten sehen könnt. So, also eben die Figuren waren bei mir dabei, ob sie dann bei Bluebricks mit dabei sind, kann ich nicht sagen. Also wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, müsst ihr in China bestellen. Ausnahmsweise möchte ich als erstes auf die Anleitung eingehen. Und zwar, mal schauen, ob es so geht. Ja. Schaut doch mal dieses Blau an. Es ist Saint Blue. Und dieses Grün vom Dach, dieses Saint Green, wenn ich die Farben jetzt richtig benenne. Gut. Und auch hier die Farben vom Baum. Also dieses Pink. So sieht es auf der Anleitung aus. Ich mache jetzt nochmal so. So. Ja, ich sehe gerade, die Kamera spiegelt. Naja, ist halt so. Was soll man da sagen? Also das Blau ist ein anderes, das Grün ist was anderes und das Pink ist was anderes. Aber gut. Also das Set enthält 1106 Teile. Es hat einen Schwierigkeitsindex von 6 Kreisen, von einer unbekannten Anzahl von Kreisen. Und es hat einen Leuchtstein drin. Es ist mit Beleuchtung. Dann, also Anleitung ist Sembo-typisch einfach. Es wird nichts ausgegraut, aber das, was neu gebaut wird, ist rot umrandet. Also alles kein Problem zu bauen. Was ein Problem ist, ist die Klemmkraft der Steine. Und zwar nicht, weil sie nicht klemmen, sondern weil sie teilweise zu stark klemmen. Nicht so, dass sie lustigerweise nicht so stark, dass sie Stressmarken kriegen. Aber hier oben. Ah, ihr seht das ja gar nicht. Hier oben in den Ecken sind 2x2 Plates verbaut. Glaubt ihr, ich habe die reingekriegt?
Nee. Also, das Ei, es war gedacht, man baut hier das Dach und dann drückt man die Steine rein, um die Steine ja miteinander, die Dachelemente miteinander zu verbinden. Ich habe die 2x2 Plates nicht drauf gekriegt. Ich musste hier die Dachteile einzeln wieder runternehmen. So. Um da den Stein drauf zu kriegen. Und zwar hier, bei dem Bauabschnitt. Hier werden die an den Ecken verbaut. Du musst doch wirklich die unteren Dachteile wieder wegnehmen und sie einzeln auf den, mit dem Stein verbinden und dann hat es geklappt. Ähnlich hier. Man baut dieses Dachteil und dann setzt man es oben drauf. Keine Chance. Die Klemmkraft ist so extrem, ihr kriegt das nicht drauf. Also ich habe am Ende hier diese Fenster weggenommen, an dem Dach befestigt und das dann als Element so draufgesetzt. Dann ging's. Also die Klemmkraft dieser Steine ist extrem. Anders kann man es nicht nennen. Also es ist wirklich, also ich will ja jetzt, weil das sind 4 Einzelplatten. Könnte vielleicht noch interessant sein. Ich zeige es euch mal kurz. Das sind hier 4 solche Einzelplatten, die zusammengebaut werden. Es hält gut, aber ich weiß jetzt nicht, wie es reagiert, wenn ich es nur an einer Stelle hochhebe. Vor allem bei den vorderen Platten, die ja nur minimal überbaut sind. Und ach ja, bevor ich hier noch was sage, hier ist dann das ganze Arrangement mit alten und neuen Sets, würde ich sagen. So, nun aber gehen wir hier zum Set. Wie groß ist es? Es ist schwierig zu sagen. Ich kann nur sagen, dass es in meinem Billigregal, in dem ein von der Tiefe her ein Modular drin Platz hat, ein bisschen rausschaut. Die Platten sind sehr... Ich schätze mal 27 cm. Also 27 cm so und so. Und die Höhe... Ich muss das richtig rumhalten. So, 22 cm schätze ich jetzt mal. So, jetzt habt ihr das Ganze immer von Weitem gesehen. Ich komme jetzt mal näher. Seht ihr hier diese runden Steine? Die sind bedruckt. Und zwar beidseitig. Also es ist nicht nur eines, auf einer Seite ein Gesicht drauf, sondern auf beiden Seiten. Oben. Dieser Stein, der sich normalerweise bei Sembo anbietet, ein Sticker zu sein, ist auch bedruckt. Von dem haben wir 2. Ups. Er löst sich schon wieder. So. Ich muss eine Verbindung. Eben hier ist noch der andere. Ich stelle das jetzt hier wieder hin. Es ist einfach stabiler. Also der Tempel an sich, bis auf die unmögliche Klemmkraft, also möglichst starke Klemmkraft, vor allem hier im Dachbereich, ist einfach zu bauen, kein Problem. Der Baum ist schon etwas kniffliger, braucht viel Geduld, weil man baut ja schon ziemlich viele Blätter. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an mein Video zu einem der alten oder letztjährigen Sakura-Sets erinnert, da waren hier die Blätter alle weiß mit rosa Blüten. Hier haben wir jetzt auch diese rosa Blätter mit dabei. Ich schaue mal gerade, ob ich eins so wegkriege. Ja. Hier. Diese Farbe kannte ich bis jetzt von Sembo nicht. Diese Blüten waren auch nicht dabei beim letzten Set. Ich muss gerade mal schauen.
Nee, das waren andere. Und ja, dieses dunklere Pink, Rosa, das war bei den alten Sets die helle Blume. So, jetzt packe ich das wieder hier rauf. Von diesen Blüten hier. Ups. Mal schauen, ob ich so halten kann. Da kriegt ihr eine ganze Handvoll, damit ihr die dann auch schön kunstvoll hier auf der Platte verstreuen könnt. Ich kann auch sogar schon praktisch nicht zeigen, was übrig bleibt. Und zwar eben hier diese Blüten und ein paar, ein goldenes Kuchenstück. Also, was gerne mal als Muffin benutzt wird, ein paar Hände. Also nicht viel. Auf jeden Fall, dieses helle Rosa habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. So, und jetzt Schwarflech und Schwarflech. Und ich habe ja gesagt, das Set ist beleuchtet. Ich würde sagen, schalten wir mal das Licht ein. Erstmal noch mit der normalen Kamera. Also mit der normalen Beleuchtung. Seht ihr so nicht viel. Also ich mache es jetzt bewusst schnell so. Jetzt seht ihr wenigstens mal etwas in den Tempel rein. Und ich hoffe jetzt mal, draußen ist es nicht noch zu hell. Jetzt halte ich nämlich das Licht aus. Ha! Perfekt! So sieht das Set beleuchtet aus. Ich komme jetzt bewusst nicht mehr näher, weil ich finde, so aus der Ferne wirkt es einfach am besten. Also ich finde es wunderschön. Es ist jetzt auch gut, dass es nicht ganz dunkel ist, finde ich. Sondern eben, dass noch etwas Licht da ist. So, schalten wir mal die Deckenlampe wieder rein. Es wäre Licht. Und mir ist gerade noch etwas aufgefallen, was ihr vielleicht gar nicht so gesehen habt. Hier der Brunnen, wo das Wasser rauskommt. Das ist so ein Drachenkopf. Ich versuche mal, dass der dieses Teil fokussiert. Oh. Das ist so ein goldener Drachenkopf. Das ist hier so verbaut. So. Ja. Steinequalität halt. Wie von Sembo gewohnt. Ja, Figuren, seht ihr, sind vier mit dabei. Schau. Nee, ich zeige sie so. Aber ich nehme jetzt hier den Drehteller weg. Ihr seht, ich gehe etwas vorsichtig um, weil die vorderen zwei Platten, die hängen teilweise nur an ein bis vier Noppen aneinander, also sind nicht so stark überbaut. Und ich zeige euch jetzt die Figuren einfach so aus der Nähe. Beim Kind ist es so, das hat auch bewegliche Beine. Und die Figuren sind natürlich rundherum bedruckt. Sogar sehr schön bedruckt. Ich muss mal schauen. Ich nehme es jetzt doch weg. Okay. Hier. Die hat hier sogar einen goldenen Druck. Und das Vögelchen ist auch, hat dann Augen und einen gelben Schnabel. Also ja. Was will man mehr? So. Ja, ich würde sagen, das war's jetzt auch schon. Jetzt, wie gesagt, hier das eine Teil löst sich immer wieder halt, ja klar, zwei Noppen auf der einen Platte, zwei Noppen auf der anderen Platte. Das kann nicht stabil sein. Darum eben, ich gehe vorsichtig damit um. So,
Das war's jetzt auch schon. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr noch die anderen Sets aus dieser Reihe sehen wollt. Also ich habe noch 2 aus dieser neuen Reihe und 3 aus der anderen, aus der letztjährigen Sakura-Reihe. Wenn ihr die sehen wollt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann werde ich dazu sicher auch Videos machen, auch zu den alten Sets. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Eure Jessica.